Ich krieg einen Kollaps. Klar. Junge. Ah, Shisha-Bar. Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und heute wieder mit Heute hatten wir gedacht, dass wir wieder ein Arten-Video raushauen und zwar Arten von Mitfahrern. Ihr wisst, ich habe jetzt seit ungefähr einem halben Jahr meinen Führerschein und dementsprechend auch schon ein Auto. Da bin ich auch schon ganz, ganz stolz drüber. Und ja, deswegen so eine Art von Video haben wir eigentlich noch gar nicht gesehen. Oder hast du schon mal Arten von Mitfahrern gesehen? Nee, noch nie. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall dachte ich mal, wäre das eine ganz coole Idee, das mal hier rauszudroppen. Ihr könnt uns ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Art ihr von denen seid oder ob ihr vielleicht gar eine ganz andere Art seid und ob euch natürlich so eine Art Videos auch gefällt. Das habe ich tausendmal Art gesagt. Auf jeden Fall labern wir jetzt nicht mehr großzügig rum und fangen direkt an. Let's go! Der immer zu McDonald's will. Hey! Ich hab so Hunger, lass mal bitte erst zu Mc's. Okay. Geht auch um meinen Nacken, komm. Okay. Mach mal. Okay. Bisschen Drive-In, Big Mac, Flex hier, Cola, Sprite, was weiß ich, auf meinen Nacken. Ja. Du kannst auch Happy Meal nehmen. Mega. Okay. Die Kinder. Mäuschen, die Mami fährt Auto. Möchtest du, dass die Mami Unfall macht? Nee, ne? Also, bitte benimm dich. Wir sind doch gleich da. Ist das ein Eichhörnchen? Ich kann da gerade leider nicht hinschauen. Wann sind wir da? Gleich, nicht mehr lange. Wir haben heute in der Kita süße Klöße gegessen und dann gab es da noch so eine Kirschsoße dazu und die Köchin, die meinte sogar, ich darf als erstes mir was nehmen aus der Küche. Wow. Sie hat mir sogar extra einen Apfel aufgeschnitten. Wow. Auf jeden Fall, ich habe halt mein Kuscheltier gegen ihr Kopf geworfen, aus Versehen. Und dann hat sie dieses harte Auge an ihr Kopf bekommen. Und jetzt hat sie eine Beule. Und ich habe ihre Barbie geklaut. Bitte leise sein. Ey, ich habe gehört, du bist Frontfinger. Na? Also, du hast noch keine Pappe. Ich habe zwar auch noch keinen Führerschein, oder wie das heißt. Aber ich erkläre dir heute mal, wie man so ein bisschen Auto fährt, okay? Na? Also, erstmal hast du Automatik. Manuell. Was manuell? Manuell neuer oder was? Mit Schaltung manuell. Ah, okay. Ja, fährt bestimmt genauso wie meine Karte. Ist auch egal. Mhm. Weißt du, wo man Auto anmacht? Knopf. Ja, Knopf. Drückst du einmal Knopf, geht an. Mhm. So, okay. Wo, weißt du, was Hupe ist, was du mit Hupe machst? Damit sich die Leute vor mir... Wenn dir einer auf den Sack geht vorne, du hupst einmal, entweder er kriegt Herzinfarkt, dann fährst du einfach drüber, oder... Ich kann schon von der Straße. Okay, weißt du, diese zwei sticky Dinger da neben deinem Lenkrad, diese zwei Schaltdinger, keine Ahnung, wie man das nennt. Mhm. Weißt du, wofür das ist? Nee. Eine Scheibenwischer vorne, eine Scheibenwischer hinten. Ah, welches vorne, welches hinten? Egal, probier einfach aus beim Fahren. Und hier, wenn du hier, siehst du dieses Teil, was du hier hast? Weißt du, wofür hier 1, 2, 3 ist bei Schaltdingsbums? Ist doch egal, irgendwelche Gänge testest du aus und er ist richtig schnell. Mhm. Richtig schnell. Okay, so richtig. Der Betrunkene. Rein mit dir, rein mit dir, rein, rein. Und jetzt Bein rein, bleib da. Ich hab das Bier in deinem Auto. Gott, gib das Bier her jetzt. Mach. Kann ich dich anschneiden? Das ist ja Nein, kann ich nicht anschneiden. Jetzt schneid du dich an hier. Hey, mach mal Musik an, Junge. Ach, komm her, Mann. Alter, tu mir doch nicht so weh. Mann, ey, alles muss man hier selber machen. Jetzt bleib. Was ist denn? Waren drei Knopf? Nein. Oh, ich glaube, ich muss kurz mit dem Hammer. Die Mutter. Ja, so ist gut. Ein bisschen langsamer. Bisschen ruhiger. Ah, bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts. Mhm. Ja, ich weiß. Pass auf, Mensch. Ein Mensch. Ja. Rote Ampel gleich. Mhm. 50 Meter. 40 Meter. 30 Meter. Du musst bremsen. Mhm, habe ich. Tue ich. Mhm, schön aufpassen, ob auch von rechts einer kommt. Mhm. Und schön konzentrieren. Nicht an was anderes denken. Du siehst so verwundert aus. Sag mal, was der macht denn der Fahrradfahrer wieder? Der ist ein Fahrradwisch und dann kommt der auf die Straße oder was? Was macht denn jetzt der LKW wieder? Jetzt kommt die Elefante rein oder was? Was macht die?
Alpha Kevin. Bratina, was geht? Was geht, ja? Wie geht's? Hi. Ich wollte schon fragen, wie hast du die ganzen geklärt, aber ich kläre mich, glaube ich, heute nicht. Ey, Bratina, weißt du, worauf der Kevin heute richtig Bock hat, Alter? Lass mich raten. Shisha-Bar! Alter, Bratina, guck dir mal diese Perle an. Oh mein Gott. Mies, Digga, ja? Ey, Puppe, zeig mal Arsch. Wow. Alter, oh mein Gott. Was ein Schnitt, ein paar weiter. Ey, Dicker, guck mal, da Schlägerei. Alter, lass die Fetzen, Mama, lass die Fetzen, lass die Fetzen. Der DJ. Hey, was geht? Hi. Kann ich dich verbinden? Hast du Bluetooth oder muss ich über Kabel machen? Baby, wir sind on off, mein Kopf lasst Gucci Sandalen, ich trag sie nur auf Trotz, Trotz. Der so, Verlierer. Cassandra, was machen wir denn, wenn wir als erstes ins Auto steigen? Uns anschnallen und natürlich erstmal kontrollieren, was gerade so auf der Straße abgeht. Und, ja. Genau, so, dann fahren wir bitte los. Wir fahren jetzt Richtung Norden. Guck mal, Kassi, jetzt müssen wir da vorne gleich rechts, aber an der Ampel, siehst du, die ist grün. Mm-hmm. Die scheint grün, mm-hmm, aber lange grün, ne? Mm-hmm. Aber dabei wird sie richtig schnell rot. Die kann richtig schnell auf rot schalten. Okay. Deswegen werd nicht schneller, ne? Mm-hmm. So, jetzt schalt mal bitte in den zweiten Gang und fahr hier um die Kurve. Mm-hmm. Genau, mm-hmm, genau. Und jetzt ist wieder 50, jetzt kannst du wieder in den dritten Gang rein. Genau, Schulterblick, bevor du rüber gehst. Schulterblick. Mm-hmm. Noch länger, länger. Genau. Und jetzt kannst du rüber, wenn da nichts ist. Der Angsthase. Alles gut, das passiert doch nichts. Ich geb grad schon total einen Schiss. Bleib ruhig, bleib es einfach normal. Es sind 50, keine 51. Oh Gott. Willst du, dass ich 49 fahre? Ja, besser wären 45 oder vielleicht sogar 30. Kannst du vielleicht bitte beide Hände ans Lenkrad packen, nicht nur was eine Hand? Was ist denn daran so schlimm? Beide Hände ans Lenkrad, oh mein Gott. Hast du Airbags überall? Ja, überall? Das hat jedes Auto. Vorne, da, hinten, oben, ja, überall? Okay. Oben nicht, nein. Okay. Soll ich mich vielleicht noch anschnallen oder wie läuft das hier du bei dir? Du bist nicht angeschnallt? Schnall dich direkt an, bist du etwa irre? Soll ich meine beiden Hände vom Lenkrad nehmen, damit ich mich jetzt anschnallen kann? Wo ist der Anschnaller? Gib ihn mir bitte. Ich krieg einen Kollaps. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Yes. Und wenn nicht so ist, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Art von denen, die wir euch gerade vorgestellt haben, ihr wärt oder seid oder keine Ahnung, ob ihr vielleicht eine ganz andere Art seid. Wer weiß, man weiß es nicht. Trotzdem wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Mittag, Morgen, Abend, egal wann ihr das Video gerade schaut. Und wir sagen Tschüss!